Herzlich willkommen. Heute möchte ich dir eine absolute Grundlagenposition vorstellen im Yoga, der herabschauende Hund, Adho Mukha Svanasana. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ich in den 18 Jahren, wo ich Yoga praktiziere, diese Yoga-Übung ständig für mich neu entdeckt habe. In dem Video möchte ich dir 4 Punkte mit an die Hand geben, die mir es erleichtert haben, den herabschauenden Hund wirklich auch zu genießen und diese Qualität des Ankommens, was die für mich ausstrahlt, wirklich auch körperlich umzusetzen. 4 Punkte warten im Speziellen auf dich. Erstens ist, den richtigen Abstand zu finden. Zweitens, ich stelle dir den Zusammenhang vor zwischen längem Rücken und gebeugtem Bein. Drittens, du lernst nochmal aus dem Becken heraus zu entspannen, dir hier Raum zu geben, um auch Blockaden unter dem Rücken aufzulösen. Und im vierten Punkt, ganz wichtig, ein hohes Fehlerpotenzial, die Schultern so auszurichten, um hier offen zu bleiben und vor allem auch stabil. Ich freue mich sehr, wenn du mit mir übst und wir sehen uns gleich wieder auf der Matte. Namaste. Das Thema heute ist Ankommen. Schön, dass du mit dabei bist. Komm direkt an im Vierfüßlerstand. Du hast einen Block mit in der Nähe. Lauf zum Anfang deiner Matte in den Vierfüßlerstand und jetzt schau dir mal bitte die Hände an. Mach große Hände. Das heißt, du bringst die Finger weit auseinander und der Zeigefinger, der schaut zum Anfang. Also dreh die Hände entsprechend auf, Handgelenke genau über die Schultergelenke, setz mal die Zehen auf. Und dann mit einer Ausatmung schieb einfach das Gesäß nach hinten und nach oben. Das ist der herabschauende Hund, wie du den nicht praktizieren solltest. Du merkst vielleicht, dass der untere Rücken lang ist. Deshalb komm zurück auf die Knie. Schenk dir Länge im Rücken, das heißt, du ziehst den Bauchnabel leicht nach innen. Die Halswirbelsäule ist lang. Gib Gewicht auf die Hände und jetzt schieb den rechten Fuß nach hinten auf der Matte. Füße bleiben hüftgelenksbreit, wenn du den linken Fuß dazu ziehst. Bist jetzt in der Liegestütz angekommen. Atme. Halte die Kraft im Bauch. Und mit einer Ausatmung schiebst du dich großzügig nach hinten oben. Das Thema im herabschauenden Hund ist Ankommen heute. Lass dir Zeit, hier in Ruhe anzukommen. Anja hat wieder ihre Hände eingecremt. Das solltest du im Yoga nicht machen, weil dann rutschst du nämlich. Hier ist es jetzt wichtig für dich, den Abstand mit dem Abstand für Freundschaft zu schließen. Einatmen, Liegestütz. Schau, dass die Schultern immer noch über die Handgelenke kommen. Ausatmen, schieb das Gesäß nach hinten, nach oben. Wiederhole das nochmal, zweimal. Einatmen, Liegestütz. Ausatmen, herabschauender Hund. Drück die Hände. Ich bleibe die ganze Zeit heute hier. Einatmen, Liegestütz. Herabschauen und ausatmen. Jetzt für dich einfach, dass du den Unterschied nochmal wahrnimmst. Lauf mit den Füßen 20 cm nach vorn und spür, wie sich alles verändert. Vielleicht wie der untere Rücken rund ist. Mit einer Ausatmung lauf nach vorn, komm dabei auf die Fingerkuppen. Tauch ein in deine erste Vorbeuge, Uttanasana. Genau. Nutz das, um auch hier auf deiner Matte anzukommen. Die Halswirbelsäule ist lang. Schenk dir ein tiefes Durchatmen. Schließ gern für einen Moment die Augen. Die Schultern werden weit. Gib Gewicht auf die Füße und dann heb liebevoll das Becken an. Heb das Becken an. Bring die Hände zurück neben die an die Hüften und dann drück die Füße einatmen. Kommst du hoch zum Stehen. Hände zum Herzen. Schließ die Augen. Spür dich über den Kontakt deiner Füße, das Erden. Gleichzeitig schieb die Krone vom Kopf höher, wachs über dich hinaus. Mit einer Ausatmung öffne die Augen, schau nochmal zu deinen Füßen, Füße hüftgelenksbreit. Zweite Zehe, Mitte der Ferse sind parallel. Atme aus, komm zurück in die Vorbeuge, Uttanasana. Bleib auf deinen Fingerkuppen. Schultern entspannt, Kopf ist schwer. Jetzt wirst du Kontakt bekommen mit deinen Oberschenkelrückseiten. Erde dich über die Füße und beug dein rechtes Bein 5 cm und heb mal die Ferse an. Halte das. Drück jetzt die Ballen
vom rechten Fuß fester auf die Matte und aus deiner linken Hüfte heraus streckt das linke Bein großzügig, das linke. Genau, tiefe Atemzüge. Schick den Atem genau dorthin, wo du dich jetzt spürst. Erlaub dir in dem Bereich weit zu werden, vielleicht auch hinein zu entspannen. Ausatmen, Wechsel, rechte Ferse auf den Boden zurückziehen, linkes Bein leicht beugen. Und jetzt beginnen, aus deiner rechten Hüfte heraus das rechte Bein zu strecken. Diese Sequenz ist jetzt wichtig, weil du jetzt gleich merkst, dass es im herabschauenden Hund wichtig ist, möglichst die Beine zu strecken. Wenn du merkst, der Rücken ist rund, hast du die Beine später gebeugt. Ausatmen, linke Ferse zurück. Das mach, drück den rechten Fuß fest an den Boden, mach mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach hinten, in den Ausfallschritt. Genau. Bleib hier. Du hast einen Block in der Nähe. Gib Gewicht auf die Füße. Schau mal, was macht dein Becken? Das weicht nicht aus. Hol die linke Hüfte ganz leicht nach vorne, indem du den linken Oberschenkel nach innen drehst. Halte das. Jetzt ganz wenig, vielleicht so 10 cm, beug das linke Bein. Gib dir Raum im Becken, in den Hüften. Ausatmen, linkes Bein strecken. Nochmal beugen. Strecken. Ein letztes Mal beugen, strecken. Super. Halt das hintere Bein kraftvoll. Mit einer Ausatmung zieh das linke Knie auf den Boden zurück. Wandere mit deiner rechten Hand zur linken Hand. Kannst den Block mit in der Nähe nehmen. Und jetzt schiebst du die Hände leicht nach vorne und kommst vielleicht auf die Unterarme. Falls dir der Weg zu weit ist, kannst du auch einen Block nehmen. Wir zeigen dir das mal. Bring die Unterarme auf den Block. Gib Gewicht über die Unterarme an den Boden ab und jetzt schließ die Augen. Breiten jetzt das Becken vor für die zweite Runde vom herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Erlaub dir, im Becken weit zu werden, indem du die Oberschenkel leicht nach innen drehst. Halte das. Und ganz langsam bewusst aus deiner linken Hüfte heraus streckt das linke Bein. Genau. Jetzt atme, spür dich. Nimm dich wahr und komm ganz bewusst bei dir an, in deinem Körper, mit deinem Atem, auf deiner Matte. Hier kannst du wunderbar hineinpulsieren, einatmen, heb das Becken 1-2 cm an und dann ausatmen, gib dir Raum, eintauchen, ein bisschen rein. Einatmen, anheben, ausatmen, sinken lassen. Noch zweimal, einatmen. Ausatmen, letztes Mal, einatmen, ausatmen, löse auf, bring die Hände zurück, Achtung, gib Gewicht auf den rechten Fuß, linker Fuß nach vorn, großer Schritt, du merkst den Unterschied, Uttanasana, Vorbeuge. Jetzt erde dich über den linken Fuß und mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten, super. Schenk deiner Rückseite mehr Aufmerksamkeit. Hol dir die rechte Hüfte nach vorne, indem der Oberschenkel leicht nach innen dreht. Halte das, du kannst auch mal die Augen schließen. Schultern sind wunderbar angehoben. Jetzt bring die Aufmerksamkeit zurück ins Becken, in die Hüfte. Beug dein rechtes Bein 4-5 cm, genau, knacksen lassen. Ausatmen, strecken. Beugen, strecken, noch zweimal, beugen, strecken. Letztes Mal beugen, strecken. Öffne die Augen, erde dich über die Füße und langsam bewusst leg das rechte Knie auf den Boden ab. Wandere mit deiner linken Hand zu deiner rechten Hand. Bleib weit im Becken, indem du die Oberschenkel nach innen drehst und dann finde den Weg in deine Hüftöffnung. Ziel ist, dass die Halswirbelsäule lang bleibt, die Schultern sind angehoben. Schließ die Augen. Und gib dir Raum, gib dir Weite. Die Weite wird dir gleich helfen, im herabschauenden Hund mehr den Rücken zu verlängern für die zweite Runde. Wenn du magst, streck das hintere Bein, indem du den hinteren Oberschenkel kraftvoll nach oben schiebst, höher. Halte das. Mit einer Einatmung heb das Becken an. Lass dich tief ins Becken hineinsinken in die linke äußere Hüfte. Super. Noch zweimal. Anheben. Hineinsinken, sehr schön, anheben, hineinsinken.
Rücken, bring die Hände zurück. Gib Gewicht auf die Hände, Handflächen, linker Fuß nach hinten, herabschauender Hund. Genau. Jetzt gib Gewicht auf die Hände, halte das. Jetzt bleib mal in den Schultern leicht angehoben. Gib Gewicht auf die Hände und zieh mal die rechte Ferse Richtung Boden, indem du das linke Bein ganz leicht beugst. Und dann wechsel, mach das für dich ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus. Tiefe Atemzüge. Einatmen, finde nochmal den Weg in die Liegestütze, einfach als Wiederholung den Abstand zu messen. Handgelenke genau unter die Schultergelenke, schieb das Gesäß nach hinten oben. Super. Jetzt läufst du mit deinen Füßen nach vorn zwischen die Hände. Bring die Hände an die Hüften zurück, drück die Füße fest in den Boden. Einatmen, kommst du hoch zum Stehen. Falls du einen Block hast, kannst du einen Block gern mit nutzen. Bringst du den Block zwischen die Oberschenkel. Du kannst so stehen bleiben, ich zeige das von vor. Jetzt bring mal die Hände an die Hüften, schließ die Augen. Beginn dich von unten nach oben aufzurichten, drück die Füße in den Boden. Steißbein zieht leicht nach innen, heb mal die Schultern an, zieh die Schultern nach hinten, heb auch den Kopf leicht an. Finde dich über den Atem. Atme aus, öffne die Augen, jetzt schau mal zu uns. Du beugst die Beine 4-5 cm. Dreh die Oberschenkel nach innen, damit entsteht so ein kleiner Entenpo. Das ist die Weite, von der wir hier sprechen. Und dann beginn nochmal das Steißbein nach innen zu ziehen, die Weite zu halten, das Becken zu strecken. Die Beine zu strecken natürlich. Genau. Noch einmal wiederholen, ganz langsam, beug die Beine. Dreh die Oberschenkel nach innen, schaff die Weite, spür das, schließ die Augen. Spür die Weite im Becken. Und später im herabschauenden Hund wirst du merken, wenn du die Beine streckst, kann es sein, dass du wieder in den Rundrücken kommst. Streck mal die Beine. Und wenn du merkst, später du bist im Rundrücken, lass die Beine leicht gebeugt, um im Becken weit zu bleiben. Atme aus, öffne die Augen. Genau das üben wir. Vorbeuge Uttanasana. Leg mal den Block zur Seite. Wir probieren das die erste Runde ohne Block. Kopf ist schwer, rechter Fuß nach hinten. Linker Fuß dazu, herabschauender Hund. Bleib auf den Handflächen. Jetzt schau mal zu den Füßen nach hinten. Füße hüftgelenksbreit. Und zieh einfach mal die Fersen so weit Richtung Boden, wie das jetzt bei dir gelingt. Die Anja ist gut beweglich. Bei dir, du wirst vielleicht merken, du bist weg vom Boden, dein Rücken ist rund. Genau das gilt es zu vermeiden. Deshalb heb die Fersen an, gib mehr Gewicht auf die Zehen, auf die Ballen und wirklich wenig. Beug die Beine 4-5 cm, halte das und so wie du das gerade im Stehen gemacht hast, dreh die Oberschenkel leicht nach innen. Stell dir vor, du hast einen Block dazwischen. Und jetzt bist du im Becken vielleicht ein bisschen weiter, ein bisschen offener, großzügiger. Nicht so reinhängen. Und dann aus den Hüften beginn liebevoll die Beine zu strecken und schau den Punkt, wo der Rücken wieder rund wird. Kannst ja mal einen Rundrücken zeigen. Das ist ein Rundrücken. Nochmal die Beine leicht beugen. Oberschenkel drehen nach innen, das Becken weit. Komm an in deine natürlichen Kurven, Lendenwirbelsäule. Halte das. Schließ die Augen. Und von hier aus öffne die Augen. Bring die Knie auf den Boden zurück. Selbe Sequenz übst du jetzt mit Block. Nimm dir den Block zwischen die Oberschenkel. Es gibt dir mehr Stabilität. Jetzt läufst du mit den Füßen nach hinten in die Liegestütz. Es ist wichtig, den richtigen Abstand zu finden. Liegestütz. Super. Da bleiben wir für einen Moment. Lieblingsposition. Schultern angehoben, Halswirbelsäule lang. Bauch ist aktiv, Steißbein zieht leicht nach hinten, genau. Drück mit den Oberschenkeln gegen den Block und ganz leicht initiier das nach innen drehen. Mach das mal. Mach das. Steißbein nach innen, Rücken lang. Schön, ne? Tiefe Atemzüge.
Ausatmen, jetzt beugt die Beine 4-5 cm und jetzt schiebt das Gesäß nach hinten, nach oben, so weit wie es geht, langsam. Genau, häng nicht in den Schultern. Beine sind im Mikro gebeugt. Oberschenkel drehen leicht nach innen. Drück mit den Oberschenkeln gegen den Block. Probier das für dich aus. Aus den Hüften heraus streck die Beine und schieb die Oberschenkel nach hinten. Halswirbelsäule lang. Immer wieder, ist immer das Gleiche. Nochmal die Beine beugen. Oberschenkel nach innen drehen. Becken weiten. Gesäß geht höher. Und dann aus dem Becken heraus streck die Beine liebevoll. Sehr schön. Tiefe Atemzüge. Jetzt läufst du mit dem Block nach vorn, zwischen die Hände in kleinen Schritten. Komm auf die Finger, gucken. Atme aus, leg den Block zur Seite, beug die Beine und komm ganz bequem zum Sitzen. Genau, du kannst dich auf eine Decke setzen. Und ich mache das mal mit. Bring die rechte Hand hinterm Rücken zur linken Flanke und die linke Hand zum Hinterkopf. Genau, schließ die Augen. Erlaub dir jetzt aus den Schultern heraus zu entspannen, indem du die Schultern leicht nach hinten unten ziehst. Dein Kopf drückt gegen die linke Handfläche und du merkst jetzt, bist angekommen in deinen Kurven in der Wirbelsäule, Kurve in der Lendenwirbelsäule, Kurve in der Halswirbelsäule. Füll den Raum zwischen den Schultern. Drück mal hier. Nee, anders. Ja. Tiefe Atemzüge. Atme aus, öffne die Augen, andere Seite, Wechsel. Schließ die Augen. Und diese Übung praktizierst du, damit du jetzt ein Gefühl dafür bekommst, was es heißt, den Rücken lang zu ziehen, den Rücken zu verlängern. Und genau diese Länge im Rücken brauchst du im herabschauenden Hund in Adho Mukha Svanasana. Jetzt widmen wir uns noch speziell den Schultern. Die Schultern ziehen nach hinten unten, die gehen weg von den Ohren. Atme aus, öffne die Augen, löst die Hände. Nächste Sequenz ist wichtig. Schieb mal die Arme weit auseinander zur Seite und dreh die Handflächen nach oben. Zeig es mal bei der Anja, indem du die Oberarme nach außen drehst. Super. Die Schultern gehen weit. Halte das. Lass die Oberarme nach außen gedreht, dreh die Handflächen zurück. Du kannst direkt mitmachen. Jetzt zieh die Handflächen zu dir ran, schieb die Handballen weg. Oberarme drehen nach außen. Wenn du mit mir übst, die Sequenz kennst du. Halte das, kraftvolle Arme, Schultern schön weit. Schieb die Arme nach vorn, Schulter nach hinten. Halte das und jetzt schieb die Arme zur Decke. Genau. Das sind die Armhaltungen im herabschauenden Hund. Und später wird es heißen, dreh die Oberarme nach außen. Das ist die Bewegung von innen nach außen. Noch einmal auflösen. Hände zurück auf die Knie. Tief durchatmen. Zweite Runde als Wiederholung. Schieb die Arme nochmal weit auseinander. Zieh erstmal die Schultern weg von den Ohren. Dreh die Oberarme nach außen. Handflächen zur Decke. Halte das, bleib hier im Oberarm stabil, ist richtig Kraft, das halten, nur die Handflächen zurückdrehen. Aus den Handgelenken schieb die Handballen weg. Jetzt wirklich, aus den Schultern heraus, schieb die Handballen weg, Finger großzügig öffnet, halte das, bist schön weit im Brustraum, schieb die Arme nach vorn bitte, ist die Liegestützhaltung. Schultern integrieren, Schultern gehen nach hinten und jetzt schiebt die Arme zur Decke. Du siehst hier schön bei der Anja, die Ohren sind genau zwischen den Oberarmen. Du lässt den Kopf dann im herabschauenden Hund nicht hängen, darf ich mal? Locker lassen Hals, so hängen lassen. Sondern du ziehst die Ohren zwischen die Oberarme, Kopf ist leicht angehoben. Oberarme drehen von innen nach außen, super. Auflösen, nochmal ausschütteln. Kannst mal die Schultern kreisen. Und mit dieser Erfahrung gehst du zurück in den herabschauenden Hund. Komm bitte über den Vierfüßlerstand. Erstmal in die Liegestütz.
Finger ausgerichtet. Es ist interessant, wie man in die Liegestütze geht, nochmal Knie runter. Lass die Schultern genau über die Handgelenke. Das sind ein paar Zentimeter, die machen es dir später echt leichter. Schieb, mach das langsam, rechten Fuß nach hinten. Genau, drück den. Linken Fuß dazu. Jetzt ein bisschen Liegestütz. Mit der Erfahrung wie eben, drück die Hände, dreh die Oberarme nach außen, zeigst du dir weiter an, ja? Die Bewegung von innen nach außen, dreht die Armbeugen leicht nach vorn, hebt den Bereich zwischen den Schultern höher, hier drücke ich meine Hand, ja super. Beine sind mikro gebeugt, und jetzt schiebt das Gesäß nach hinten oben. Halswirbelsäule lang, die Ohren gehen genau zwischen die Oberarme. Nochmal wiederholen von eben, Beine leicht beugen. Oberschenkel drehen nach innen, schiebt das Becken höher. Lass die Beine gern gebeugt und jetzt erlaubt dir, den Rücken lang zu lassen. Jetzt gibt es eine schöne kleine Variante, um mehr mit den Schulterblattspitzen zusammenzukommen. Beug die Arme 2-3 cm, die Ellenbogen nach außen ziehen. Werde weich und Rückseite des Herzens. Mit Außenschultern streckt die Arme. Gut. Noch zweimal beugen. Schieb das Herz nach hinten und jetzt streck die Arme. Nochmal beugen, im Herz weicher werden, streck die Arme. Genau. Tiefe Atemzüge, bleib hier für einen Moment. Erlaub dir jetzt noch einmal zum Abschluss aus den Schultern heraus die Arme zu strecken. Kreier Länge im Rücken, Beine leicht gebeugt und gib den Impuls, das Becken nach hinten oben zu schieben. Genau, super. Damit entlastest du die Handgelenke, wenn die Bewegung nach hinten oben geht. Sehr schön. Atme aus, leg die Knie auf den Boden ab, komm mal zurück in die Kleinkindposition. Schenk ein tiefes Durchatmen. Genau, alles schön schwer an den Boden abgeben. Das ist heute ein technisches Modul, wo du nochmal viel Wert auf die Kleinigkeiten, also wo wir viel Wert auf die Kleinigkeiten legen, die Ausrichtung zu optimieren. Und jetzt gehst du mit uns ein letztes Mal in Adho Mukha Svanasana und ich richte dich so aus, wie ich es für mich am besten übe. Schieb die Arme nach vorn, Vierfüßlerstand. Krabbel ruhig nach vorn, dass du Platz hast, auch das ist immer wieder wichtig. Genau, Finger großzügig auseinander. Wir bauen jetzt alles mit ein. Zieh die Finger schön weit auseinander. Verteile das Gewicht gleichmäßig auf die Handballen. Schieb den rechten Fuß nach hinten, linker Fuß dazu. Liegestütz, bleib geerdet. Dreh hier schon die Oberarme leicht nach außen, ohne die Arme zu überstrecken. Bauch ist leicht nach innen gezogen, Rücken geschützt. Es ist leicht für Anfänger, die Beine leicht zu beugen. Es gibt weit im Becken. Jetzt schiebt mit beugten Beins, Gesäß nach hinten oben. Super. Du hast jetzt den richtigen Abstand, du bist geerdet über die Hände. Jetzt ganz wenig, beug die Beine noch einmal. Dreh die Oberschenkel minimal nach innen, gib den Impuls, hier im Becken weit zu werden. Super. Und dann aus den Hüften heraus kannst du mal in deinen Möglichkeiten die Beine strecken, indem du die Oberschenkel nach hinten schiebst. Zieh mal die Fersen nach oben, Richtung Decke. Lass die Fersen schwer sinken. Noch einmal die Beine leicht beugen, noch weniger, Oberschenkel nach innen drehen, das Becken weiten, das halten. Jetzt lenkt die Aufmerksamkeit zurück zu den Schultern, dreht die Oberarme von innen nach außen. Super, beugt die Arme 1-2 cm aus den Schultern, streckt die Arme. Nochmal beugen, ganz leicht, aus den Schultern, streckt die Arme. Bleib jetzt hier im herabschauenden Hund für 5 Atemzüge mit uns gemeinsam. Atme tief ein. Ausatmen, 5, tief ein, ausatmen, 4, einatmen, ausatmen, 3, tief ein, sehr schön, ausatmen, 2, nochmal tiefes Einatmen, ausatmen, lauf mit den Füßen in die Mitte deiner Matte, die Hände zu den Füßen. Und dann beug die Beine, setz dich ganz bequem hin, gerne auf eine Decke.
Schließ die Augen. Leg gern mal die rechte Hand auf dein Brustbein, die linke Hand auf die rechte Hand. Schenk dir zum Abschluss ein schönes, tiefes Durchatmen. Nimm nochmal den Herzschlag wahr, das Pulsieren. Lass die Position herabschauende Hund vor dem inneren Auge nochmal aufleuchten. Wie du geerdet bist über die Hände, über die Füße. Du über die Liegestütz dich nach oben, hinten schiebst in den herabschauenden Hund zurück. Dem Becken Weite schenkst, indem du die Beine leicht beugst, die Oberschenkel nach innen drehst. Mit dem Wissen, mit dem Bewusstsein, dass du nicht die Beine durchstrecken solltest, sondern einfach lass die Beine gebeugt, um den unteren Rücken Länge zu schenken. Heb auch den Raum in den Schultern an, indem du die Oberarme nach außen drehst und aus den Schultern heraus kraftvoll die Arme streckst. Mit all diesen Ausrichtungen wird es dir ganz leicht gelingen, den herabschauenden Hund immer wieder gern zu üben, noch besser bei dir in deinem Körper anzukommen. Atme aus, bring die Hände vom Herzen zusammen, das Anjali Mudra. Bedanke dich bei dir selbst für die Praxis und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Atme aus, öffne die Augen. Danke, schön, dass du mit uns übst. Wenn dir das Video gefällt, Daumen nach oben und gern hinterlassen Kommentar, wie so deine Erfahrungen jetzt mit dem Video waren. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Namaste.